Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Orbound. Nach ein, zwei Tagen habe ich jetzt gar nicht gezockt, jetzt muss ich mal wieder, weil ich war unterwegs und auch Livestreams leider nicht möglich waren. Sind wir jetzt hier, machen wir weiter an unserem, wie man, Fabrik, oder wie man das nennt. Wir wollen ja breiter werden, ich muss hier zumachen, also ich habe hier wirklich zu. Da ist es ist einfach kein Platz mehr. Ich muss hier ein bisschen improvisieren jetzt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das letztes gemacht habe, dass das so schön dahingegangen ist. Oh, man fliegt noch immer in die Höhe. Ja, das heißt, wir werden hier zugraben. Aber wie ihr seht, ist das jetzt nicht immer einfach anscheinend. Ja. Ich weiß nicht, was der Entwickler sich dabei. Nein, ist jetzt nicht so wichtig, ja, okay. Aber es ist halt trotzdem sehr, sehr mühselig. Vielleicht war ich zu weit herbei. Ich habe letztes Mal das irgendwie hingebracht. Ne, es geht nicht. Er springt immer wieder direkt drauf. Wenn irgendwer eine Idee hat, in welchem Prinzip das funktioniert, dann sagt sie mir das bitte. Weil irgendwie. Wenn ich das einmal hinkriege. Kann ich ja wieder mitgehen mit dem Ding. Ich pack's nicht. Ich bin so doof. Nein, ich schnall's nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Dass es nicht immer so weghüpft. So. Er springt ja immer automatisch gleich wieder auf die nächste Etage. Packt er sich selber wieder ein da drin. Aber ich habe das letztes Jahr hinbracht. Ihr habt es ja gesehen sogar in meinem Video, wie das ging. Ich weiß es, ich bin. Ich schnall's nicht. Sind wir ein Schweinchen, oder? Das darfst du nicht glauben, ich habe eine Gelse hier im Zimmer. Das ist um die Jahreszeit. Und ja, ist confirmed, aber ich habe einen Gelsenstich. Na gut, ich buddel das jetzt zu. Und dann sehen wir sich gleich wieder. Okay, wieso hat das Knöpfchen jetzt nicht funktioniert? Moment. Ah ja, jetzt. Okay. Also, ich habe das jetzt alles gerade gemacht. Das war jetzt ein bisschen ein Heidenaufwand. Jetzt fehlen mir, wollte ich gerade anfangen zu bauen, weil die Mats sollten nicht nur das Problem sein, die sollten ja überall sein, aber jetzt fehlen mir gerade die Zahnrädchen. Dadurch, dass wir... Oh, ein Loch. Und dadurch, dass wir... die Produktion von Stahl ja schon letztes Mal völlig auf hochtrieben haben, darf das eigentlich jetzt nicht wirklich mehr ein Problem sein. Ja. Also das sollte nicht mehr das Problem sein. Also ich habe hier... die Löcher, die ich buddelt habe. Hoppala. So. Gehen wir ein bisschen früher.
2, 3, 4. Ich habe nach hinten nicht so viel Platz wie letztes Mal. Das heißt, wir machen ein bisschen früher an. So, hier. Ja. 1. 2. Wird übrigens Gold werden hier jetzt, ne? Dann braucht man einen Splitter. Dann können wir das Gold theoretisch schon an. So. Nach dem Gold brauchen wir direkt die Bahn, was ich mich erinnere. Ich habe daneben eine Vorlage. Ja genau, hier brauchen wir dann direkt die Bahn. Steht das gerade leer? Gerade ist relativ naja. Passend zu dem anderen, nennen wir es auf jeden Fall. Das auch. Dann schließen wir das hier als an. Oh. Ah. Ein bisschen zu früh. Ah, besser. Hier nach da. So, ich habe ja wieder den Ding nicht gemacht. Ich habe ja keinen Pulverabfluss gemacht. Das könnte sich noch rächen. Aber muss nicht, ja? Weil ich möchte mir ein kleines für die Bomben ein eigenes machen. Ich wollte hier nicht so viele verschiedene. Ja, dickste Bombe. Ich könnte noch die Zuleitungen hinten abzweigen, wirklich so die Pulver nur für die Bombe. Dann lasse ich nämlich gar keinen Behälter ran, dann lasse ich nur einen, so ein Werk rennen und lasse das einfach nur voll rennen auf 100. Das reicht noch. Brauche ich gar keinen Behälter dafür, der viele Erze wegnimmt, wobei es egal wäre. Gut, wir brauchen hier jetzt zwei Splitter und dann kommen wir nochmal die Barrenlager. Wie wir es hier auch sind. So, zwei Splitter. 1. 2. Ich hänge die deswegen immer zusammen, weil gleichsam, weil sonst habe ich sowas wie vorher, wo sich zum Beispiel das nicht ausgeht. Ums berühmte Erzahl. Und dann haben wir das Problem, dass wir alles wieder wegreißen müssen. Das haben wir hier so gemacht, das werden wir wieder machen. Ich will da nicht wieder zwei so Dinge ranhängen müssen. Zwei so Merger. Was ist das? Oder ein Merger? Wie sieht das aus? Jetzt die Frage, wie knapp das sich das machen lässt. Jetzt, ne? Ja, tut's. Und direkt davor. Perfekt. Jetzt kommt das hierher. Auch das hierher. Ja, das schaut gut aus. Und hier nochmal zwei Splitter auf die Endgeräte. Split. Hier. Eisenbahn. Trifft sich super. Muss man schon sagen. Das wieder wegmachen. War ich wieder ein bisschen über drüber. So. So. Dann haben wir jetzt das. Dann kommen jetzt diese vier.
Und dann sind wir schon fast fertig wieder. Du bist deppert. Ich habe heute leider nicht viel Zeit. Ich gehe am Abend noch fort, etc. Das heißt, es könnte sein, dass das wirklich ein kurzer Part wird. Also. Kürzerer. Es sei mir bitte verziehen. Aber ich habe halt wirklich ein bisschen Stress nachher. Und ich möchte aber nicht, dass ihr gar keinen Part habt. Deswegen möchte ich jetzt schnell die nächste Produktion, nämlich Gold, hier aufbauen. Zahnrädchen fehlen wieder. Es ist so ein absolutes Überding, ja. Also Zahnrädchen sind immer gebraucht. Immer. 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 So, können wir schon loslegen hier. Eins. Zwei. Drei. Es war klar, dass irgendwas macht Schwierigkeiten. Immer so. Ist ja immer so, oder? Da hinten muss ich noch zumachen dann. Muss ich dann sowieso weiter graben, um das alles da wirklich. Warum? Entwickler, bitte lass mich doch darauf klettern. Nur so eine Kletterding. So, wenn so zum Beispiel so eine Animation, wenn man so, wie sind die Spiele überall lesen bei Battlefield und so, oder so, oder andere auch, wo man nur so gerade nicht draufkommt, dass es die, so, dass die Hände strecken, sich raufzieht, von der Kante hochzieht. Das wird hier völlig reichen. Das ist überhaupt nicht mehr. Da ist auch überhaupt nicht viel dran. Und das wird das Problem sofort lösen. Ich weiß nicht, ob ich dem Entwickler das irgendwie so schreiben kann. Ich muss das ja wieder in Englisch machen. Hopp. Safe! So. As I said it before, es wird immer ein bisschen kompliziert. Boah, klar. Komm schon. Jawohl. Schaut so cool aus von dem Zwerg. Eins. Ich mach mal eins. Eins. Oh, Scheiße. Was vergessen? Splitter. Dick Splitter. Eins. Zwei. Drei. Verstehe ich noch nicht, wieso. Ja, ja. Das steht an. Ah, die kennen keinen Überschuss. Das ist ja scheiße. Fuck, die machen gar nichts. Hoppla.
Aber andererseits wollte ich sie ja voll laufen lassen, okay. Aber dass die nicht weiter tun dann, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, was war denn das jetzt für ein armseliger Sprung? Uiuiuiui, das war halt wirklich schlecht von mir. Mann! Hat jetzt nur das Geld produzieren behindert ein bisschen. Ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwas kaputt worden wäre, aber... Trotzdem. Hatte ich schon bessere Ideen, sagen wir so. Der S-Rucksack lässt sich nun bei immer noch anscheinend kein größerer herstellen. So, jetzt aber. Eine kleine Behälter. Mal gleich anbauen da. Puh. Ja, wirklich. Warum steht der immer verkehrt? Den ersten werde ich so stellen, ein bisschen schräg. So. Ich glaube, ich stelle da mehr schräg. Es ist völlig da schon wieder Urassen zu. Vom Platz her schon wieder. Wieder rumscheißen zu. Ja, also das hätte ich wesentlich weiter auseinanderbauen können. Da es aber der Funktion jetzt nichts abtut, werde ich es, glaube ich, einfach lassen. Was wurscht ist. Ich glaube nämlich hier, naja, ich könnte die ein bisschen... Wir sind eh ein bisschen knapp da dran. Ist nicht ganz so mies ausschaut, okay? Snap Points, also danke. Danke, Snap Points. Das ist ja wirklich schlimm. Also manchmal freue ich mich schon. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ja, pro Baum 10 ist gut. 3, 4, 5, mal 5, das sind 6. Okay, gut, das ist auch okay. Kam mir aber weniger vor, es war doch nicht 6 immer. Das ist eindeutig effektiver. Ich habe das damals mal getestet und da war das irgendwie nicht so. Vielleicht habe ich mich aber auch getäuscht. Kommt vor. Ich weiß, in der Tasche hier wäre das aber. Es ist nicht so schlimm. Da kann ich mir noch ein bisschen rumspielen dann, ja. Dass ich das ein bisschen hübscher hinkriege. Oder ich muss das sowieso noch zumachen. Da oben dann. Dann habe ich hier noch was vor hier. Das geht sich wirklich. Also ich würde es ja schon fast in Pixel sagen, aber das geht sich normal um 2 Pixel nicht aus, glaube ich, dass ich darauf komme.
Es ist ja schlimm, dass das so knapp ist. Ja. Besser. Ja. Schaut gut aus. Ja. Ja. So, dann brauche ich hier jetzt eigentlich nur mehr zusammenhängen und die Strom müssen ran. Ich weiß noch nicht, ob ich genug Gas dafür habe, aber das glaube ich nicht. Macht das Gas ein bisschen erhöhen. Die Merger. Ein Merger kommt hierher. Wird reichen. So, Leute. Ich will das ja nicht ganz verschreien. Aber. Nein. Ich denke, unsere Maschine ist ready. Müssen wir noch, so wie es so schön ist, aufgestellt ist, kurz noch verkabelt, ne? Das ist halt das oft auch eines der längeren Sachen. So. Gehen wir verkabeln. Jetzt haben wir gleichzeitig noch nachgefühlt, wie viel. Ja. Wie viel Strom wir übrig haben, weil ich denke, da braucht man mehr. Ich hatte damals schon so eine riesige Maschine, die war ein bisschen mehr notwendig. Haben wir hier 70, könnte sich sogar ausgehen. Aber bringen wir lieber noch was ran. Zahnrädchen erneut. Nein. Ja. Möchte da drüber sogar. Na, dann werden wir gleich mal. Wir machen das ja auf Nummer sicher. Gleich mal Nummer sicher gehen. Hier einen Splitter herstellen wieder. So. Das geht da rein. Von hier darauf. Und das geht da rein. Brauchen ja nicht so viel. Das ist ja das Coole. Die brauchen relativ wenig. Haben wir noch Platz für ein Wasser? Ja. Nee. Wieso habe ich denn das gemacht wieder? Ich Depp. Ma. Ma, bin ich blöd, wirklich.
gibt's ja nicht. Passt. Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir ziehen hier jetzt eine Leitung rüber. Weil ich befürchte eigentlich, dass das anders nicht gehen wird. Warte nur, bis sie die Durchflussmenge dann auch mal einführen irgendwann. Dann haben wir ein Problem. Ja, aber da können wir gleich noch einen aufstellen, weil das wird sonst nichts. So, wir beginnen hier. Brauchen 2, 4. Das geht sich schon nicht aus. Kupferbahn, ist wieder finster worden. Dann schließen wir alles an, aktivieren das und sind fertig. Als erstes kann man gleich den da nehmen. Den zweiten. Den da. So, die hängen. Dann machen wir den. Da. Einen von hier. Kann ich da durch? Oh, hierher. So. Die Maschinen laufen. Ich stelle sie noch nicht ein. Muss schauen, ob dem wirklich Gold kommt. Ist das so was schiefgegangen ist. So, dann brauchen wir hier noch so ein Teil. So, eins, zwei, drei.
4. Das gefällt mir nicht. Nee, das lassen wir nicht runter. So. Jetzt rennen auch die. Und das war's. Theoretisch war's das. Erledigt. Ab in den Keller. Mats Nachschub. Also, der Baum muss schon weg. Sei mal nicht böse, aber der Baum geht gar nicht. Und jetzt ist doch Silber. Gold kommt von da drüben daher. Gut, das spielt eh keine Rolle. Aber das hätte ich jetzt voll verhunzt, Leute. Ehrlich. So, beim nächsten Part werden wir sich dann die Goldleitung legen und dann haben wir alle vier grundlegenden, nenne ich es mal, Materialien, weil die brauche ich zum Bauen. Das andere Zeug, diese Diamanten, ja, ich brauche man fast gar nicht, also zum Bauen. Das ist wirklich so ein Verkaufszeug irgendwie hier, aber auch das werden wir machen. Nur da werden wir vielleicht die Fabrik hier herüben herbauen. Dann muss ich nicht immer da... Ah gut, ich kann es wieder zugraben, ist egal. So, das heißt, wir machen hier mal Silberpulver. Silberpulver. Machen wir hier Silberbahn. Silberbahn. Hier wird gedingselt. Nur rumgesplittet sozusagen. Und hier geht es dann los. Das Silber. Ah, das fällt jetzt schon mal besser, danke. Aha, und das wechselt auch mit. Die Waffen ist auch okay. Wir werden hier die Silberfilter machen. Hier die Stäbe. Falls sich jemand wundert, warum ich die Reihenfolge jetzt da umdrehe. Die weiß ich noch, brauche ich für eine Produktionnahme, die Rahmen aber auch, nur das letzte hier eben nicht. Das hier, das Zwergengeschirr, glaube ich, brauche ich für nichts. Also, war es mir egal. Theoretisch müsste es ja jetzt schon weitergehen, ne? Hallo Bahn! Es läuft! Mensch. So, dann werden wir als nächstes Kupfer. Äh,
Kupfer und Eisenpulver werden wir noch abbringen. Aber auf jeden Fall läuft's, Leute. Das ist die dritte Produktionsreihe, die läuft. Ich meine, ja, es ist ziemlich ähnlich. Es ist genau ähnlich dem anderen. Das weiß ich. Aber es ist halt doch immer ein Aufbau, Aufwand auch dabei, etc. Und ich finde das recht schön, dass man das hier so gemütlich machen kann. Ich werde hier zum Beispiel jetzt da noch zwei Maschinen hinstellen, weil ich werde hier nach dem nichts abkriegen. Gut, das machen wir im nächsten Part. Ja, da kann ich nicht abzeigen. Das machen wir im nächsten Part. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut ein Like, Comment rein. Würde mich total freuen. Bis zum nächsten Mal. Adios und ciao.